Heute Morgen war hier noch spiegelglattes Eis. Da musste ich meine Tochter mit diesen Schuhen zur Schule bringen. Die haben Spikes drunter und die waren auch wirklich bitter nötig. Weil die Kinder sind fast alle paar Meter hingefallen. Aber jetzt schon wieder Tauwetter nach zwei Tagen. Hardcore-Schnee. Dementsprechend sieht es jetzt hier aus. Wir haben so Temperaturen inzwischen wieder von etwa 1 Grad plus. Der Fjord dampft. Der dürfte noch so 5 Grad haben. Heute fische ich einen meiner Chisel los, und zwar den 110er mit 35 Gramm. Dem habe ich ein kleines Tintenfischlein montiert und das Ganze andersrum. Also normalerweise fischt man ihn ja so, dass der Drilling hier auf der Seite hängt. Jetzt ist die Gewichtung so, der Haken an dem leichten Ende, die Montage mit dem Lineclip an der Hecköse, an der normalen weißen Hecköse, weil das ist ja eigentlich ein Topwaterköder. Ich habe zwar auch mit dem schon beim Sinken gefangen, in der normalen Montage, aber es hat sich herausgestellt, dass wenn man den so montiert, dass der hervorragend läuft, wie ein kleiner Tintenfisch eben. Und es ist eine Mischung zwischen Jig und Blinker. Sieht doch cool aus, oder? Bin mal gespannt, ob was drauf geht. Aber in Handschuhen ist es schlecht mit Werfen. Für meine zukünftigen Guiding-Angebote hier in Westnorwegen werde ich natürlich auch andere Stellen antesten. Jedoch ist dies zurzeit aufgrund der Witterung leider lebensgefährlich. Hier tat sich aber zunächst überhaupt nichts, was vermutlich an zwei sich ergänzenden Negativfaktoren lag. Einmal die schon stark gefallene Tide und dann natürlich das Schmelzwasser. Ja, war kein großer. Nur ein kleiner Köhler. Schade. Ich bin gespannt, ob ich den nochmal befreien kann. Das sieht nämlich echt schwierig aus. Kein Blut. Köhler. Der Köhler reimt sich sogar. Und. Chiselur mal andersrum. Die Idee hat sich bewiesen. Bei der Brustkamera war leider schon der Akku leer, trotzdem machte ich noch ein paar Würfe. Leider auch hier nur ein kleiner Köhler. Der durfte natürlich auch wieder schwimmen und kommt hoffentlich wieder, wenn er mal einen Meter hat.